Das ist Ansgar. Der 19-jährige Magdeburger hat einen großen Traum. Er will ein YouTube-Star werden und so mit seinen Videos im Internet sein Geld zum Leben verdienen. Und so ist auch unser Dreh ein Thema für ihn. Und wir wollen einen kleinen Beitrag von mir aufnehmen. Was dabei rumkommt, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß dabei. Bei seinem Wunschberuf geht es darum, möglichst viele Abonnenten und Zuschauer bei Videos zu bekommen. Je größer die Reichweite, desto größer ist die Chance, mit Inhalten der Videos oder geschalteter Werbung Geld zu verdienen. Für Ansgar wäre dieser Weg eine Erfüllung. Dadurch, dass wir in einer sehr großen Arbeitsgesellschaft leben und sehr viel an die materielle Arbeit gebunden ist, glaube ich, dass ich mit dem, was ich umsetzen kann oder was ich mir als Ziel setze, als YouTube-Video umzusetzen, das machen kann, was mir Spaß macht und dadurch den Beruf haben kann, der mir dann letztendlich gefällt, um YouTube-Star zu werden. Aktuell hat Ansgar über 10.000 Abonnenten. Los ging es mit einer Fahrradtour nach Paris. Für seinen Traum ist Ansgar bereit, einiges in Kauf zu nehmen. So hat er sich zum Beispiel dabei gefilmt, wie er sich zu Fuß auf dem Weg nach Berlin gemacht hat. Jetzt haben wir es bis nach Potsdam geschafft, aber die Wärme spielt leider auch nicht in unsere Karten, unsere Beine. Es tut alles weh, die Waden sind zu, die Knöchel, alles ist kaputt. Und deshalb haben wir uns jetzt dazu entschieden, von hier aus, von Potsdam, bis nach Berlin mit dem Zug zu fahren. Aber so ein Leben in den sozialen Medien hat auch Risiken. Eine strikte Trennung zwischen Privat- und Berufsleben ist aus psychologischer Sicht daher umso wichtiger. Man sollte sich, bevor man sich dafür entscheidet, CreatorIn zu werden oder auch InfluencerIn zu werden, genau überlegen, wofür mache ich das? Was will ich damit eigentlich erreichen? Und wenn es darum geht, dass ich mich eigentlich irgendwie selber so, wie ich bin, nicht gern habe und diese Bestätigung vom Außen ganz, ganz dringend brauche, dann ist es eben sehr gefährlich, sich in Social Media so offen zu zeigen. Zurück zu Ansgar. Er würde vieles dafür tun, um berühmt zu werden, aber auch nicht alles. Also eine Kakerlake zu essen, ja, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht in so Insekten baden oder irgend sowas in der Art. Das würde mir dann zu weit gehen, weil letztendlich ist es dann auch, dass ich sage, dass ich mich zu viel für diesen Bildfang verkaufen würde, sozusagen, um dann halt diesen Wert an Reichweite zu generieren. Das wäre mir persönlich zu viel dann. Freund Kevin ist mit der Kamera ein ständiger Begleiter. Aber auch seine Familie hat großen Einfluss auf Ansgars YouTube-Karriere. Also ich kann mich glücklich schätzen, dass ich sagen kann, dass meine Mutter der größte Fan von mir ist. Egal, ob das Video von Paris jetzt mittlerweile ein Jahr her ist. Ich komme nach Hause und sie schaut sich das Video immer noch an. Also die stehen da voll hinter mir, auch mein Vater. Der ist vollkommen geschockt, auch weil er mit dieser Ebene gar nichts zu tun hat, mit so viel Internet. Und deshalb sind sie stolz darauf, was ich mache und supporten das im vollen Sinne. Ansgar wird weitermachen, um seinen Traum zu verwirklichen. Aber auch sonst hat er einiges vor. Im vergangenen Schuljahr hat er seinen Realschulabschluss nachgeholt. Nächstes Ziel, außerhalb der YouTube-Karriere, ist jetzt, das Abitur nachzuholen.